Susu, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Sims 3. Das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass Sims State, der neue Mod, hervorragend funktioniert. Also wir können wirklich unser eigenes Geschäft aufmachen. Ich habe das nochmal beendet, also ich habe jetzt dieses Geschäft wieder geschlossen hier. Wir haben die Funktion natürlich noch da, Geschäft offen und so, weil, ja. Also wir können das immer machen, wenn wir das Geschäft, also es ist jetzt offiziell, wenn wir Geschäftsinhaber werden wollen, dann würde das wieder losgehen. Das heißt, wir müssen für jedes neue Geschäft, was wir aufmachen möchten, in einem Grundstück 1000 zahlen. Und dann haben wir ein Konto und man kann wirklich ein ganzes Imperium. Du kannst halt auf mehreren Grundstücken ein Geschäft haben und dann irgendwann Angestellte haben und das ist halt richtig geil. Da kannst du halt wirklich an einen, da machst du Elektronik, was du verkaufst, und mal anderen, da verkaufst du Autos oder so. Und so kannst du wirklich, ja. Oder halt übereinander, dass du halt praktisch unten verkaufst. Jetzt zum Beispiel hier wäre ein Verkaufsraum und oben würde dann die Familie wohnen. Was es ja im echten Leben auch gibt. Also man hat so viele Möglichkeiten, das ist richtig geil. Mit der Familie warte ich noch ein bisschen, bis ich Geld habe, um ein Grundstück zu kaufen und da einen kleinen Tante-Emma-Laden mäßig aufzubauen. Wo wir dann erstmal so kleine Sachen verkaufen. Oder mal schauen. Weil hier auf dem Grundstück würde ich das ungern machen. Wir können natürlich im Garten das irgendwie machen, so einen Gartenverkauf. Wir sagen, wir reißen das alles ein hier, machen dann hier auf und dann können die Leute hier hinkommen, nur hier und können dann Sachen verkaufen, kaufen. Will ich aber nicht, weil ich will ja schon einen Garten haben. Oh, wie süß ist das denn? Ich mache jetzt erstmal einen Kürbis im Frühling. Und wir können ja unsere Sachen verkaufen. Wir können ja zum Beispiel hier Holunderbeeren, ich darf nochmal ganz kurz erinnern, wir haben 74 Holunderbeeren und diese geben 5000 Simoleons. Unsere Portokasse sozusagen. Eekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein ganzes Feld voller Holunderbeeren habe, können wir 10.000 Simoleons in eins haben. Dann bräuchten wir das auch nicht mehr, aber ja. Ja, warum nicht? Ja. Bevor du das machst, gehst du mal bitte auf Toilette und duschen. Ja, weil ich habe dieses Haus extra gebaut, weil es, ne, so schön ist. Und damit die Leute hier wohnen. Ne, hier haben wir noch so ein Cello stehen, im Bass. Das hat sie mal gespielt. Und kannst du nicht schlafen? Okay. Jedenfalls, ja, habe ich mich ein bisschen eingelesen in diesen ganzen Thematik. Und erstmal fällt mir ein, wir haben gar keinen Vogel mehr. Wir hatten eigentlich mal einen Vogel draußen. Ich hab das reingemacht, weil ich dachte, die werden dann besser, können wir uns hier einsetzen. Im Sommer. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier kann man auch schon grillen. Hier kann man den grillen im Sommer und alles. Das ist halt einfach für so eine Party oder so. Sozial. Wir gehen ja erstmal pennen. Ja, er muss aufstehen erstmal, weil er Hunger hat. Der wird morgen ganz schwer aus dem Bett kommen. Hat er morgen frei? Natürlich nicht. Oh, er braucht Charisma aber. Guck mal, er braucht Charisma und Storys und Kritiken. Zerstampfen? Nein, hallo. Ich meine. Kann sie erstmal einen haben. Und dann würde ich sagen, Charisma, er hat ja überhaupt kein Charisma und der Schreiben braucht er auch, ne? Weil er Charisma überhaupt nicht hat, würde ich dann erstmal mich am Spiegel stellen. Beziehungsweise, wie viel Grad sind das? 2 Grad, du, der riecht ja krank. Ich glaube, wir müssen Sport machen. Der ist ganz schön fit. Ja.
Was? Fangria und Herrn Han Ho kenne ich nicht. Normales Training. Hackt's oder was? Üb mal hier reden. Tiflurny Bazelk. Farbo Wiss. Na boing we kanzo, we be nib volabis dunged. Wir haben ja keine Lampe, ne? Genau, ich habe diese schönen Lampen hier, weil... Warum nicht? Aber hier würde ich mal sagen... So. Da fährt schon wieder der Militärbus lang. Schuschusch. Guck mal, wenn sie aufsteht, verwandeln in. Prinzessin Tyrannosaurus. Warum nicht? Bisschen Spaß muss sein. Wenn Vater unten lernt. Alter, wie geil auch die Scheibenbeschlagen sind. Es ist halt so ein. Unwichtig, aber es ist halt ein Detail. Der macht das noch kerniger, das Spiel. Leute können sagen, aber ich finde, Sims 3 ist darum mein Lieblingsspiel, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast und einfach die Details. Man guckt dir das Haus an. Das sieht halt, das sieht schon geil aus, einfach. Und ich hab immer noch nicht alles erlebt. Auch, obwohl ich schon über 100 Stunden wahrscheinlich gespielt habe. So, steh mal auf. Ich will mal sehen, wie das ist. Ja. Muss ich aufstehen? Ja, das solltest du mal. Dieser Kumpel. Hey, ja, ich drin hier. Oh, guck mal an. Als die Dinosaurier hingehen. Kann ich das bitte nochmal haben? Das ist. Yo! Was kannst du jetzt machen? So tun, als ob. Ich bin ein Saurier. Ja, das ist so klassisch, typisch Kind. Ja, Mammuts, falsch. Das ist ein bisschen falsch. Falsches Zeitalter. Mit Robi Roman. Wie ich auch das Zimmer so gestaltet habe, wird mir gerade mal ein so ein bisschen, ne, hier mit klassische Alien, Roboter, alles ist Space, natürlich, weil sie... was mag. Darum ist auch Dinosaurier und kein Astronautin. Nein. Ja, sie soll mal da so ein bisschen rum. So, du musst erstmal schnell auf Toilette, bevor deine Tochter kommt. Auf Monster prüfen. Du kannst mal das Bett machen. Wer? Bitte? Die Türkarte. Fantastisch.
Ja, was kann man denn so machen? Abdancen. Nicht schlafen. Das aus der Liste gehen und kannst du noch ein bisschen hier hinlegen. Realistisch. Sehr realistisch. Sie ist hochbegabt. Ein drittes Kind. Also. Ich meine, sie ist in einem Dinosaurierkostüm und danst ab wie sonst was zu klassischer Musik. Das musst du. Nee, das musst du erstmal hinbringen. So. Geil, du gehst ja mal duschen, meine Liebe. Springfall in der Dusche. Warum nicht? Strom sparen. Oh, Papa. Noch ein paar Stunden schlafen. Das ist so auch typisch. Erstmal früh aufstehen, ein bisschen was lernen oder so. Für die Arbeit und dann. Mann, die Schnarchen. Ach, ab hier. Kommen aus den Potten. So. Mal gucken, ob sie das. Ein bisschen Spaß muss sein. Schicke Dicke. Schicke Dicke. Dann isst du mal Tofu-Hotdog. Nein, du isst natürlich Brotmarmelade. Überfahren. Sehr realistisch, ne? Ist natürlich so sehr... Hirsch, das ist kein Hirsch. Oder? So eher ein Reh. Also Reh ist weibliche Form, ich weiß, aber... Ju Jäger? Was ist mit ihr passiert? Wieso sieht sie aus wie ich? Also, sind die immer so aus? Also, die, ich dachte, die wären so eine Ko. Warum hat sie eine. Was? Lass mich in Ruhe. Was ist ja gruselig. Wer bist du denn? Verschwinde. Verschwind hier. Ich will dich hier nicht haben. Sakura, mit wem redest du da? Dann hau ich halt mal ab. Ja, überhaupt realistisch. Was auch immer. Ich muss zur Arbeit. Ja, ich hau jetzt ab. Denn du bist, gehst mir auf den Sack. Ich hau jetzt ab. Guten Tag. Ich hau jetzt ab. Für immer. Ich gehe jetzt nach oben. Was ist das? Das ist irgendwie falsch. Das ist ganz falsch. Du, also ganz ehrlich, was ist denn da los? Das ist Zuckermama. Und sie hat vor allem die Puppe noch. Hä? Und jetzt ist sie weg. Jetzt hat sie sich einen Haufen Wäsche verwandelt. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum sie gerade als Mensch da war. Weil genau das ist Yu. So, du musst mal aufräumen ein bisschen.
Guck mal, er arbeitet schon. Er ist schon. Fernsehen kann nach einer Zeit ganz schön langweilig werden. Trotzdem hast du durchgehalten und konntest deinen Chef jetzt mit jeder Menge Details versorgen, die ihm sonst entgangen wären. Solch ein wertvolles Feedback wird mit deinem besten Feedback aller Zeiten belohnt. Kohle. Sakura, it's time. Sakura, der Bus ist da, yo. Yo, vom Ja. Alles klar. Vergiss nicht nachher zu duschen. Was? Traurig. Es ist schwer, wenn jemand Marius eine harte Zeit. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Das war irgendwie ganz schön creepy. So, nein, entschuldige dich wieder. Was sitzt denn mit deinem Kürbis immer? Wo hast du den Kürbis eigentlich her? Du musst erstmal was zu essen machen. Und zwar Waffeln. Hoffentlich verbrennen sie nicht. So. Fährst du jetzt? Ja, heute kannst du mal spät an Hausaufgaben setzen. Natürlich hast du wieder keine. Die sind ja. Hä? Willst du mich verarschen? Ich konnte ihn nicht machen. Das ist mir doch egal. Was für Geräusche. So, sie macht sie erstmal um 8 Uhr, um 9 Uhr schöne Waffeln.